Gott. Dann mach mal hier eine Truhe mit verschiedenen Steinarten. Polierter Stein, Kies, Diorit wieder. Granit, Diorit. Bruchstein behalte ich mal noch. Da kann dann noch die Erde rein. Behalte ich auch nochmal was. Ja gut, so. Was kann da noch rein? Da können zum Beispiel die Steinstufen rein. Da kann zum Beispiel dann nichts mehr rein. Ne, warte mal. Kies nehme ich wieder raus. Kies nun mal in eine eigene Kiste. Mit Feuerstein. Und dann machen wir nochmal eine eigene Kiste mit sonstigen Holzmaterialien. Türen, Holzsachen. Aha, du schaust gerade nach Crafting-Rezepten. Gut, gut, dass du das machst. Naja, ist wäre gut, finde ich sehr gut. Nicht, dass du dieses komische Buch da verwendest, es ist blöd. Hast du es jemals verwendet? Ich versuche es zu vermeiden. Ja, ich habe es noch nie verwendet. Ich habe nur ein paar Mal draufgeklickt und mehr auch nicht. So. Genau, da ist ja Monsterzeug. Pfeile können da noch rein. Ganz wichtig. Und dann können wir vielleicht nochmal eine Kiste für Sonstiges erstellen. Ich hab, mein Plan ist nämlich gerade, so viel Eisen, die, das ganze Eisen in Eisenblöcken runterzusparen, damit man und wir Inventarplatz sparen. Weißt du? Hm. Denn Eisenblöcke, ich wollte nur gucken, ob man Eisenblöcke auch wieder zurückcraften kann, wenn man das kann. Oder das kann man. Hm. Aus diesem Grund. Toll. Habe ich nicht eine extra Steinkiste gemacht? Nee, habe ich. Doch, das ist die. Nein, das ist die. Alles bitte da einsortieren, wo ich ihn gehört. So, sehr gut. Schön, 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 schön. Nein, nix. Wer war das hier wieder? Ich stand die ganze Zeit hier rum. Aha. Das kann jeder behaupten. Selbst ich. So, einmal. Und da kommt hier noch mal was hin. Sehr gut. Melonen kommen dann wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Da rein. Oder nee, da rein. Ja, da kommen Melonen rein. So, gut. Alles sortiert. Ah, das passt. Oh, ich kann nicht mehr. Es geht wieder viel zu lange. Oh, war ich wieder übersteuert? Entschuldigung. So, einfach mal kurz mal durchgucken. Nix drin. Oh, Junge, Junge, Junge. Schau mal, wie viel Eisen wir haben. Ja, schau dich mal in den anderen Kisten um. Dass du weißt, wo man was einsortiert. Nicht, dass du wieder alles irgendwo reinschmeißt. Okay. Ist nämlich alles schön sortiert. Von Gestein bis hin zu Holzkiste, bis hin zu Essenskiste, bis hin zu. Das neue mit dem Truhen. Das finde ich gut. Eine der wenigen Sachen. Hinter dir sind auch noch welche. Oh. So, das Ganze. Hier ist Holz. Da war es Holz. Nein! Mann, das ist doch so doof, was man jetzt gemacht hat. Vielleicht war es auch nur ein Versehen von mir, aber man kann nie sicher sein. So, wo habe ich hier? Da haben wir Essenssachen. Ja, Ah, ich habe keine Axt. Doch, ich habe noch eine Axt. Ah, sehr gut. Valentin, haben wir noch Eisen, dass ich mir etwas Eisenartiges bauen kann? Auch wenn ich noch Eisen im Inventar habe, 32 Stück. Haben wir noch so. Eisen? Weißt du was, wir können eigentlich gleich das ganze Eisen aufteilen
Und dann stirbt einer und alles ist weg. So, machen wir das hier. Okay, es geht nicht. Nein, 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 das war da. Gut, dann kommt das hier rein. Oh. 59 Eisenblöcke. Uiuiui. So. Aber sonst passt ja alles, oder? Oder? Ja, es passt alles. Sehr gut, oben die ganzen Öfen. Ja. So, was nehmen wir alles mit? Weiß ich nicht. Lass ihr das nicht vergessen, gell? Was? Was? Ja, die Eisenblöcke, na klar. Die müssen wir mitnehmen. Nicht vergessen. Schienen mitnehmen? Alle mitnehmen. Oder lassen wir sie erstmal hier. Vielleicht brauchen wir sie hier. Das jetzt da und nehmen wir mal mit. Stopp, ich muss mal noch was nachschauen. Warum? Wo willst du hingehen? So, ich muss mal jetzt mal gucken. Warum? Wo will ich hingehen mit dem Redstone? Ins Hauptlager bringen. Ah. Gucken wir mal, ob man es zurückcraften kann. Ja, man kann es zurückcraften. Okay, das Redstone werden wir verarbeiten wir auch in Blöcke. Wir können ja eigentlich alles. Nee. Ah, ich weiß nicht, soll man alles mitnehmen? Essen und so kann man ja nicht da lassen, gell? Die unwichtigen Sachen. Hast du Gold mitgenommen? Ja, ich habe die ganze Truhe mal leer gemacht. Also die unwichtigeren Sachen kann man ja da lassen. Aber... Pass auf, das Buch nehme ich mit. Namensschild ja, nehme ich mit. Das ist wichtig. Dann können wir gleich so Stein... Wir können eigentlich jetzt einen Stein-Axt machen. Stein-Pickaxe. Wie nennt man das nochmal? Spitzhacke. Steinspitzhacke mit Verzauberung. Bist du verrückt? Das ist Verschwendung. Was ist denn da Verschwendung? Sag mir mal, welche Richtung Verschwendung du meinst. Verschwendung von Diamanten, weil wir ja so viel haben? Oder Verschwendung von der Zauberei? Diamant? Ich hab verstanden, Stein. Ich meinte ja auch Diamant. Ich hab Steinspitzhacke gesagt, ich meine Diamanten. Oh, Mann. Ich hab Stein gesagt, hörst. Hab ich, glaube ich, auch gesagt, aber ich meine Stein. Ich meine Diamanten. Mann! Ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Nee, es war doch noch irgendwo die Kiste mit den Zombie-Sachen da. So. Setzlinge brauche ich noch. Sehr gut. Kohle und alles haben wir. Schienen haben wir auch. Ja gut, dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt auf der Reise sterben werden. Aber es war wieder gut, gell? Ja. Gut, Valtin. Ich will ja nicht böse sein und so, aber... Du hörst dich verschnupft an. Und das schon die ganze Zeit. Nein. Doch. Eigentlich nicht. Außer, dass die Nase gerade irgendwie... Ich denke, es ist ein bisschen kalt, aber ich bin nicht krank. Das ist auf jeden Fall nicht. Ach so. Und wohin gehen wir? Das nicht, da ist der Ausgang. Ja, ich weiß. Ich wollte nur noch kurz ein paar Fackeln erstellen. Weil... Oh, dann zeigt mir den anderen Ausgang. Nein, wir gehen den anderen Ausgang. Also den einen Ausgang. Der andere ist geheim. Ich kann es nachschauen, du weißt schon. Ja, ich weiß. Aber bis du da an der Stelle bist, dauert es ein paar Jahre. Ciao, ciao. Okay. Tür verschließen, nicht vergessen. Ha, das ist doch schön, gell? Da musst du halt nur, ich weiß nicht, 2 Stunden anschauen ungefähr, bis du an der Stelle bist.
Oder eine Stunde 30, weiß ich gar nicht mehr. Aber es geht hier irgendwo raus. Ich weiß es instinktiv, intuitiv. Irgendwo. Da glaube ich nicht. War da Eisen? Oh, da ist Eisen an der Decke. Wo laufst du schon wieder? Nee, ich stehe nur da und baue Eisen an der Decke ab. So. Aber Valentin, dann wünsche ich dir nochmal viel Glück, gell, bei meinen Folgen anzuschauen. Um den Ausgang lang zu finden. Oh ja. Welche Mondphase haben wir eigentlich gerade? Das weiß ich nicht, ich gehe aber zurück. Gut, dass du die Übertragung ausgemacht hast. Dann kann ich nämlich das Fenster wieder hierher ziehen. Perfekt. Zurück zur Basis? Ja, war der Gedanke. Ich laufe schön am Meer entlang, da ist es schön. Ich bin gerade im Lake gefangen. Das hört sich sehr gut an. Weißt du, was jetzt das Blöde war? Ich habe mich gerade irritiert. Und zwar habe ich gerade rübergeschaut auf den zweiten Monitor. Ich habe gerade gedacht, dass meine OBS, das, was ich halt in OBS sehe, da übertragen war. Da habe ich gedacht, hey, der läuft mir doch hinterher. Leckt es immer noch? Bei mir ist gerade Leck. Bei mir, ich habe das Gefühl, bei mir hat sich Minecraft aufgehangen. Kannst ja beenden drücken. Finde ich, glaube ich, auch ohne mich nach Hause, oder? Ach, das hat sich nicht mehr aufgehangen. Und falls sich jemand fragt, warum der Mond und so hell ist, ich habe die Nacht und so dürfte, glaube ich, nicht heller sein, aber habe die Mondstrahlen und die Sonnenstrahlen nochmal auf, ich glaube, Medium oder High gestellt, also höher als Standard. Und ja, habe ich gemacht. Jetzt hat es gerade geleckt. Weiß nicht, sieht doch eigentlich auch schön aus, wenn es so ein bisschen heller ist. Vor allem das Doofe ist, der Mond, der scheint gerade so hell ins Gesicht, so knallig, wie die Sonne. Ach, well, Valentin, weiß noch was? Es leckt nicht mehr. Nur noch ganz wenig. Das ist ja auch schön. Ja, das ist sehr schön. Kann ein bisschen dauern, bis ich nach Hause bin. Bist du wieder drauf? Ja. Ups, toll. Mein Fehler war gerade, was ich gemacht habe. Ich habe Alt und dann Tab gedrückt. Und dann hat es statt mir gezeigt, welche Spieler drauf sind auf dem Server, da hat es gerade die Windows-Programme durchgeswitcht. Wechselt. Ja. So, ich bin eigentlich schon wieder zu Hause, nur ein paar Schritte und dann bin ich da. Ich bin nämlich an der Küste entlang gegangen und dann war ich ganz schnell zu Hause. Ich nehme einfach unseren originalen Weg hier weg zurück. Okay. Eigentlich war das auch unser Originalweg. Das war der erste Weg, wo wir überhaupt hinten in das Sumpfgebiet gekommen sind. Damals sind wir ja an der Küste entlang gelaufen und dann sind wir ja in das Sumpfgebiet gekommen. Hm? Das war der erste Originalweg. Ja, wir sind gleich da, oder ich bin gleich da, weil die baut auch ein paar Jahre. Ah, das Lied habe ich schon lange nicht mehr gehört. Schön. Ja, doch, ist. Doch, ist. Gut. So, ich bin wieder zu Hause. Ha, schön hier zu sein. Und jetzt laufe ich kurz zu mir und bringe alle Rohstoffe und Materialien, die ich jetzt in meinem Inventar habe, in meine Kisten und verstecke die irgendwo. Dass du sie niemals finden. Aber stimmt, du hast ja. Du kannst sie ja finden. Toll. Ja, gut. Wie viele Diamanten haben wir eigentlich? 6 Stück in der Kiste. Lapis. Tue ich auch mal rein. Kohle tue ich auch mal rein.
Den Eimer tue ich auch rein. Das tue ich auch rein. Ja. Das war's. Mehr habe ich nicht. Mehr habe ich wirklich nicht, Valentin. Mehr habe ich nicht. Muss mir glauben. Valentin. Da habe ich dir auch. Okay. Gut zu wissen. Zum Glück schaust du meine Folgen nicht im Nachhinein an. Was ich schon alles unterschlagen habe von drüben. Okay, dann glaube ich ihn halt nicht. Ah, guten Tag, Frau Dr. Skelett und Herr Dr. Skelett. Zwei alleine im Wald. Oh, stehen direkt nebeneinander. Oh, ich habe ein Phantom gehört. Ach stimmt, wir haben ja schon ewig nicht mehr geschlafen. Gut, dass sie bei dir sind. Sehr gut. Bist du in der Basis? Nein, ich laufe gerade wieder weg. Ich hätte sonst nicht gefragt, Tat zu machen. Obwohl, ich laufe gerade zu mir rüber. Ich bin in der Basis. Ich habe nicht von dieser Seite nicht erkannt. Bist du gerade in der Basis? Und Valentin, du hast es gerade schon wieder gemacht. Was ist das hier? Ja, die ganze Zeit. Die einfach HP und dann ist es so, ja. Was? Die haben Zuschauer. 3 Stunden mussten die das jetzt mit anhören. Nicht witzig. Ja, warum lachst du dann? Keine Ahnung. Sag mal. So, ich bin jetzt wieder bei mir drüben. Weißt, was ich mache? Ich werde jetzt nicht zu dir rüberkommen. Vielleicht komme ich gleich wieder zu dir rüber, um abzumelden oder auch nicht abzumelden. Die Folge, ja doch eigentlich schon, Folge, stimmt nicht. Ja, du nimmst, nee, ich nehme ja auf. Ich bin gerade voll neben der Spur. Ja. Und dann werde ich nächste Folge oder nächste Aufnahmesession bei mir wieder ein bisschen weiterbauen oder privat wieder. Dann werde ich den Eingang mal fertig machen. Dann werde ich mal im Untergrund vielleicht ein bisschen weiterbauen am Bahnhof. Bis ich da fertig bin, da bin ich alt, grau und tot. Unsere wertvolle Kiste und so weiter ist auch jetzt wieder durcheinander geworden, oder? Ja, ist es. Aber Valentin, bitte, ich flehe dich an. Okay, da ist Schwarzeigenstamm drin, das gehört nicht da rein. Bitte, klau nicht meine Sachen von drüben. Ich brauche diese Sachen, bitte. Oh, bitte, Valentin, bitte. Bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Valentin. Valentin? Ja. Okay. Ja. Schwarzeichenstamm. Ja. Weil ich brauche die Sachen drüben. Weil ich ja noch bauen muss und die ganzen Sachen. Da brauche ich noch die ganzen Rohstoffe. Eisen brauche ich, Kohle brauche ich für die ganzen Fackeln und so weiter und so fort. Weißt du, wir waren so mehrere Tage unter der Erde und so weiter, dass wir quasi. Ich glaube, wir waren mehr als mehr Tage unter der Erde. Wo sind eigentlich bei mir die Schienen in den Truhen? Ich hatte doch mal irgendwo eine Truhe mit den ganzen Schienen. Ach, im Untergrund, glaube ich. Stimmt. Da waren ja auch noch Truhen. Ich glaube, die im Untergrund sind auch alle voll. Da mache ich mir kurz mal wieder welche. So. Aber es ist schon wieder gut, wieder hier zu sein, oder? Ja, irgendwie schon. Also wir hätten auch ruhig noch weiter in den Höhen bleiben können. Daneben gab es doch mal eine Schlucht. Valentin, wenn du willst, nächste Aufnahme, hä? Hm. Ich bin dabei. Gehen wir mit dir mal rüber. Okay. Boah, die ganzen... Okay, die hier war leer. Okay, jetzt weiß ich, wo die ganzen Eisensachen hin verschwunden sind. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Wo sind sie verschwunden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, ich habe da 17 Spitzhacken aus Versehen gemacht. Die habe ich alle in eine Kiste geladen. Habe ich vollkommen wieder vergessen, gell? Deswegen mache ich mir auch jedes Mal wieder neue Spitzhacken.